select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Florian, ja, zuerst einmal die Frage, wie sind die Emotionen? Ja, ist natürlich unglaublich. Wenn mir das jemand vor 6, 7, 8 Wochen gesagt hätte, hätte ich es natürlich nicht glauben können. Da hatten wir eine richtig schwere Situation. Ja, unglaublich, unfassbar, richtig geil auf jeden Fall. Ja, es war natürlich kein einfaches Spiel heute. Ich meine, Freiburg ist auf Platz 3 gewesen, wollten sicherlich auch um den Aufstieg mitspielen. Wie war das heute? Ja, wir wussten natürlich, dass Freiburg noch ein Quäntchen Hoffnung hat, auf den Platz 2 zu schielen. Aber ich denke, wir sind von Beginn an gut reingekommen, hatten auch 3, 4 sehr gute Tormöglichkeiten, wo wir eigentlich eins hätten machen müssen. Dann kam Freiburg ein bisschen ins Spiel. Klar, vor der Halbzeit, sagt man ja immer, psychologisch guter Zeitpunkt, um das Tor zu machen. Aber ich denke, wir haben gut verteidigt. Freiburg hatte eigentlich keine richtig klare Torschuss. Von daher haben wir alles richtig gemacht. In den letzten 5 Spieltagen, ja, hätte wahrscheinlich keiner draufgesetzt, ein Pfifferling, wie du es gesagt hast, dass er dann 13 Punkte aus diesen 5 Spielen holt. Ja, man muss wirklich sagen, dieses 2:2 gegen Neckarsulm, das hat uns unglaublich moralisch was gezeigt, dass wir noch da sind. Und ja, es ist schwer zu erklären, das ist der Fußball. Wir haben 8 Niederlagen in Folge gehabt und dann holen wir 13 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Das zeigt ja, wir sind gut, wir können es. Woran es jetzt im Endeffekt lag, kann keiner genau sagen, aber ich bin einfach nur unendlich glücklich, dass wir es nochmal rumgerissen haben. Wie feucht wird es heute? Sehr feucht. Ja, letztes Mal, als ich dich interviewt habe, wolltest du nicht über deinen Wechsel sprechen. Jetzt ist die Lage, denke ich mal, entspannter. Kannst du mehr darüber erzählen? Ja, die Situation war einfach die, dass ich persönlich gesagt habe, ich will ein bisschen kürzer treten. Ich bin jetzt 10 Jahre in Spielberg und es ist doch mit dem Job sehr viel. Dann habe ich zu mir gesagt, ich gehe in die Landesliga, dass man weniger trainieren muss. Und dann kam das Angebot von Mutschelbach. Der Marco Kratzer hat mich kontaktiert. Das ist eine sehr interessante Möglichkeit für mich. Und ja, ich kann mal in das Trainergeschäft mit reinschnuppern. Ich freue mich wirklich drauf auf die neue Aufgabe. Und bin aber natürlich auch unendlich glücklich, dass ich mich so hier verabschieden konnte jetzt. Mutschelbach eigentlich Erzfeind für manche. Wie siehst du das? Ja, was heißt Erzfeind? Mutschelbach kommt natürlich mit viel Power. Ist natürlich schwierig, weil es ein richtig starker Konkurrenzkampf wird mit Mutschelbach über kurz oder lang, gehe ich mal davon aus. Aber ja, ich gehe in die zweite, habe eigentlich mit der ersten jetzt nicht so viel zu tun. Von daher sehe ich da auch kein Problem mit einem Konkurrenzkampf oder sonstiges. Flo, dann danke ich dir vielmals für das Interview. Wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen weiteren Weg und viel Erfolg. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.